Sollte ich TikTok-Werbung schalten, Facebook, Instagram, Snapchat oder Pinterest? Das fragen sich viele und das größte Problem ist, dass viele Online-Shops immer versuchen, die Plattform zu wechseln, anstatt einfach mal das Problem zu ergründen. Denn alle Plattformen davon funktionieren, aber am besten ist halt immer noch das Meta-Universum und TikTok, weil die einfach die meisten Daten haben. Das heißt, es bringt dir nichts, immer die Plattform zu wechseln, weil du dein Problem nicht löst. Dein Problem ist, du schaffst es nicht, deine Zielgruppe optimal zu erreichen. Und das gilt für alle Plattformen. Denn die Frage ist, wie ist deine Anzeige aufgebaut? Was schaltest du überhaupt für eine Anzeige? Löst dich mal von allen theoretischen Konstrukten, von allen Aussagen, die sagen, du brauchst nur noch User-Generated Content, du musst auf der Plattform schalten. Es ist erstmal ganz egal. Was viel wichtiger ist, ist, wie kriegst du deine Botschaft an deine Zielkunden kommuniziert? Und zwar, was sind die Punkte, die deine Zielgruppe noch gar nicht weiß über deine Produkte? Es bringt halt nichts, einfach nur ein Produkt zu bewerben und zu sagen, kauf das jetzt. Sondern du musst ja mal ergründen, was die Kaufgründe sind, was die Kaufmotive sind, warum Kunden bei dir kaufen und warum andere eben nicht bei dir kaufen. Was kann dein Produkt für Probleme lösen? Jedes Produkt löst irgendein Problem, aber du kannst nicht davon ausgehen, dass deine Zielgruppe immer weiß, dass sie dein Produkt braucht. Das heißt, du kannst ja auch mal in Bewertung schauen, bei Konkurrenten schauen, warum wurde dieses Produkt konkret gekauft? Was sagt die Zielgruppe und nicht, was sagst du über dein Produkt? Und wenn du das schaffst, wenn du mehr deine Zielgruppe erreichen kannst, wenn du mehr über deine Zielgruppe weißt als sie selbst, und das geht relativ simpel mit einem klaren Prozess, dann wirst du schaffen, auch Leute von dir zu überzeugen, die sonst vielleicht bei deiner Konkurrenz gekauft haben. Und das ist das, was du brauchst, dass du dich eben abheben kannst, dass du eben nicht einfach so mit deinen Werbeanzeigen da rumdümpelst und die nicht so wirklich messbare Ergebnisse bringen, sondern das ist das, was wirklich einen durchschnittlichen Shop von einem überdurchschnittlichen Shop unterscheidet. Das ist rein das Marketing, das Branding. Und wenn dich das interessiert, du das Ganze weiter aufbauen willst, du sagst, du willst jetzt endlich mal auf das nächste Level kommen, mehr Umsätze machen, dann musst du deine Strategie noch einfach verändern. Du kannst nicht erwarten, mit den gleichen Strategien, die dich dahin gebracht haben, wo du gerade stehst, auch auf die nächste Stufe zu kommen. Es benötigt immer einen Strategiewechsel und du musst ja auch immer besser werden, weil deine Zielgruppe hast du jetzt vielleicht auch einfach schon abgegrast. Das heißt, du musst gucken, wie erreichst du mehr Leute und das garantiert nicht mit derselben Botschaft. Du musst immer wieder Botschaften dazunehmen, Botschaften adaptieren, damit du eben weiter wachsen kannst. Und dabei können wir dich gerne unterstützen. Melde dich gerne mal bei uns an für ein kostenloses Beratungsgespräch, in dem wir einfach mal gemeinsam herausfinden, was kann das für dich sein und was kann man genau tun, auf welcher Plattform, um deinen Umsatz weiter zu steigern. In diesem Sinne, trag dich jetzt unter diesem Video ein und ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Bis dann.